Muss man ein alter Christ sein, um sich von Gott für eine Erweckung gebrauchen zu lassen? Götzenaltäre, Sonnensäulen, Kultstätten, das sind Begriffe, die verbinden wir mit den Mayas oder mit irgendwelchen heidnischen Kulturen. Aber gibt es Götzen auch im Volk Gottes? Wenn ja, was könnten moderne Götzen sein? Bin ich am Ende vielleicht selbst ein Götzendiener? Was sind biblische Voraussetzungen für Erweckung in meinem persönlichen Leben und vielleicht auch darüber hinaus? Das sind Fragen, mit denen möchten wir uns heute anhand des Lebens von Josia etwas beschäftigen. Einem Mann, der schon in seiner Teenagerzeit nicht darauf ausgerichtet war, möglichst viele Freunde zu treffen und möglichst viele Feiern zu feiern, sondern den wahren Gott besser kennenzulernen. Obwohl er den nur vom Hörensagen kannte, hatte der sein Herz so gefesselt, dass Josia alles daran setzte, diesen Gott besser kennenzulernen und eine Kompromisslosigkeit entwickelt, die uns einfach nur staunen lässt. Wir lesen jetzt 2. Chroniker 34, Vers 3 und folgende. Und im 8. Jahr seiner Regierung, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters dafür zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Ascherim und den geschnitzten und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und so reinigte er Juda und Jerusalem und in den Städten von Manasse und Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali hin, in ihren Trümmern ringsum, riss er die Altäre nieder und die Ascherim und die geschnitzten Bilder zertrümmerte und zermalmte er und alle Sonnensäulen hieb er um im ganzen Land Israel. Und er kehrte nach Jerusalem zurück. Was ja auffällt bei der Berichterstattung über Josia, ist, dass öfter die Altersangaben genannt werden, sodass man eigentlich sein Leben relativ gut einteilen kann. Wir hatten das gesehen, 8 Jahre war er alt, als er König wurde. Und jetzt heißt es im 8. Jahre seiner Regierung, also als Teenager, 16. Und dann heißt es nochmal im 12. Jahr, da war er 20, also 2 Etappen seines Lebens, in denen er 2 ganz wichtige Dinge tut. Es ist schon interessant, dass der Josia den Vater David, den seines Vaters David, dabei war es in der 13. Generation, aber dieser Gott, der derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit ist, den wollte er suchen, den wollte er kennenlernen. Und Josia war bereit, auch Dinge dafür aufzugeben. Deshalb, wir kommen nicht daran vorbei, wenn wir Gott suchen und kennenlernen möchten, müssen wir Dinge aufgeben. Und sie tun manchmal weh. Sie tun manchmal weh. Ja, geht so ein bisschen Hand in Hand, ne? Zum einen, du sucht er Gott, das heißt, er streckt sich nach Gott aus, vielleicht war es auch seine Bekehrung, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, er streckt sich nach Gott aus, er verlangt nach Gemeinschaft mit diesem Gott, er möchte ihm näher kommen. Und daraus, hat man den Eindruck, entwickelt sich jetzt auch dieses Bewusstsein, es gibt Dinge, die passen nicht dazu. Also das eine geht in das andere über, oder? Es war jedenfalls eine ganz bewusste Entscheidung, die er getroffen hat als 16-Jähriger. Er fing an, Gott zu suchen, den Gott seines Vaters David. Mhm. Und es ist interessant, dass hier steht, er fing an. Er sagt, der Bibeltext sagt nicht, er suchte, sondern er fing an. Ich glaube, das ist ein Startpunkt und das hat sich fortgesetzt im Leben Josias. Ja. Also nicht so eine Emotion. Einmal ist ja bei Erweckung manchmal so, dann ist es eine kurze Emotion, das Feuer brennt und dann ist es wieder weg. Und bei Josia ging das ja über Jahre. Ja, Entschiedenheit, ne? Ja. Die prägt überhaupt sein ganzes Leben. Wenn der was angefangen hat, der hat es auch durchgezogen. Ne? Das ist so. Ich fand das auch sehr beeindruckend, wo er in Vers 2 bei der letzten Session gesehen hatten, er wandelte auf den Wegen seines Vaters David und jetzt sucht er den Gott seines Vaters David. Also vom Vorbild zur Quelle. Ne? Das stimmt. Also das Vorbild und das praktische Leben von David hat ihn doch wahrscheinlich irgendwie veranlasst, den Gott Davids suchen zu wollen. Da muss doch was hinterstecken. Wer so lebt, das will ich auch. Diesen Gott möchte ich auch kennenlernen, den der da offensichtlich gehabt hat in seinem Leben. Und ich finde, das ist für uns heute eine totale Ermutigung, aber auch irgendwo Herausforderung. Wir können und sollen Vorbilder sein, die auf den Herrn selbst hinweisen, ja, und das Leben mit ihm attraktiv machen. Das ist ja ähnlich wie Hebräer 11 und 12. Die Glaubenshelden in Hebräer 11 und dann in Hebräer 12 der Blick auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, auf Christus. Das heißt, wenn wir uns mit Vorbildern beschäftigen, dann eigentlich immer mit der Maßgabe, dass sie uns zum Herrn führen. Ja.
Aber ich glaube, man kann einfach jetzt zusammenfassend, auch wenn man das, ich sag mal, auf unsere Zeit überträgt, was es kennzeichnet für eine Erweckung heute, dann fängt jede Erweckung damit an, dass ein Mensch sich zu Gott hinwendet. Denn ohne diese Hinwendung zu Gott, ob es jetzt ein Mensch ist, der vielleicht bekehrt ist, der bewusst sich einfach für ein Leben, für ein ganz praktisches Leben mit Gott entscheidet, oder aber ob es ein Mensch ist, der Gott noch gar nicht kennt, der durch Gott gewirkt, sich bekehrt. Aber beides, in beiden Fällen ist die Hinwendung zu Gott wirklich der Anfang einer Erweckung. War für mich so der Kernpunkt, auch wenn ich Hosea sehe mit 16 Jahren, ja, und das ist ja so ein entscheidendes Alter, wie du auch eben schon gesagt hast, in diesen jungen Jahren eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, so, ich gehe aufs Ganze. Ich denke, da können auch Rückschläge kommen. Mhm. Nur, es muss, wir können auch nicht von einer Konferenz zur anderen fahren und gehen aber nicht in die, lesen zum Beispiel nicht Gottes Wort. Auch das ist sehr, sehr wichtig, Gottes Wort lesen, ja. Auf Konferenz, man sieht diesen und jenen, man hört sehr vieles und man wird vielleicht auch angesprochen, aber das ist eben zu wenig, wenn man dann nicht zu Hause auch im stillen Kämmerlein die Nähe des Herrn sucht, um dann auch selber in seinem Leben zu sehen, hey, das sind Dinge, die sind nicht gut, die muss ich aufgeben und ich muss sie weglegen. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir sehen es am Ende. Er reinigte sich. Er legt Dinge ab. Um Gott zu finden, müssen wir rein sein. Und das ist eine Investierung, die wehtut, aber die einfach zu wunderschönen Höhen führen wird. Aber was sind Götzen oder wie kann man das heute übertragen? Das, was man jetzt hier so sieht, das waren damals Ascherim geschnitzte Bilder, gegossene Bilder und so weiter. Das waren ja sichtbare Dinge. Da wusste jeder, das ist jetzt hier ein Götze, ja. Wie kann man das heute übertragen auf unsere Zeit? Es heißt ja mal 1. Johannes 5, 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. So ein Paukenschlag ganz am Schluss von diesem Brief. Das muss ja irgendwie eine Bedeutung auch für unsere Zeit haben. Ja gut, es gibt dieses eine Beispiel im Kolosserbrief, da wird Habsucht als Götzendienst bezeichnet. Das heißt, da ist es eindeutig und klar, dass es nicht ein materieller Götze ist, also aus Holzstein oder irgendwelchen Materialien, sondern dass es also ein Verlangen ist, zum Beispiel, das als Götzendienst bezeichnet wird. Deshalb denke ich schon, Götzendienst muss jetzt für uns nicht bedeuten, dass wir uns vor irgendwelchen Figuren da niederbeugen, sondern das sind eher ja Dinge in unserem Leben, die den Platz Gottes einnehmen. Ich habe es für mich immer so definiert, es sind Thronräuber. Ich dachte an diese Stelle aus dem Petrusbrief, glaube ich, da heißt es, heiligt den Herrn in euren Herzen, gebt dem Herrn den Platz in eurem Herzen, der ihm zusteht, und alles, was dem Herrn den Platz in meinem Herzen raubt, den Thron raubt, das ist letztlich, radikal gesagt, Götze in meinem Leben. Und dann kann es echt ganz schön viel werden. Müssen das immer böse Dinge sein? Nicht zwingend. Nicht zwingend. Hm? Sport. Ohne weiteres, ja. Kann ein Götze sein. Kann. Muss nicht, aber kann, ja? Richtig. Ja. Legen wir mal ein paar dahin. Mode kann es sein, Schminke, Fitnesscenter, ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Auto. Dein Beruf kann es sein. Mein Beruf, ja. Aber ab wann, es sind ja nicht unbedingt negative Sachen, aber ab wann ist es dann ein Götze? Wann? Ich finde den Gedanken mit dem Thronräuber, den finde ich eigentlich gut. Also wenn Dinge... Die Stellung des Herrn einnehmen oder dein Leben bestimmen. Ja, mein Leben bestimmen, dann wird es zum Götzen. Die entscheiden, wie ich meine Zeit einteile, die entscheiden, welche Prioritäten ich setze, das tut ja ein Gott im besten Falle und im schlechten der Götze. Ne? Und das können, denke ich, auch wirklich noch abstraktere Dinge sein, wie zum Beispiel, ich kann auch mein Kind zum Götzen machen, ich kann meinen Ehepartner zum Götzen machen, ich kann mein Ego zum Götzen machen, die Suche nach Anerkennung kann ein Götze für mich werden, Freunde haben wollen, alles kann ein Götze werden. Alles kann mich in meinem Verhalten dermaßen prägen, dirigieren, kontrollieren, beeinflussen, dass ich nicht mehr frage, Herr, was willst du, sondern was muss ich jetzt tun, um meinen Götzen zu befriedigen? Aber was würdest du jetzt sagen, wie kann man so einen Selbsttest mal durchführen? Was habe ich eigentlich für Götzen im Leben? Ja, jetzt mal ganz mal praktisch, weil wir reden jetzt so drüber, aber wir sollen es ja selbst auch prüfen irgendwie. Was gibt es so für Prüfkriterien, wo man vielleicht rausfinden kann, dass da Dinge sind, von denen man sich reinigen muss, weil die zu hohen Stellenwert haben? Zeit ist sicherlich schon mal ein gutes Kriterium, oder? Wie viel Zeit ich investiere in eine Sache? Gedanklich oder praktisch? Wir haben ja noch gar nicht über Smartphone geredet. Ja. Aber ich finde das immer sehr schön. Am Montag kriege ich immer so einen Bericht.
Letzte Woche waren sie so viel im Smartphone. Oh, 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 oh. Hoch, 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 denke ich dann immer. Naja, dann mache ich mir, ach so, es waren ja auch Mails und ja, ich habe ja auch telefoniert. Ja, ja, nee, online, das mache ich immer. Nee, aber man beruhigt sich, aber das ist immer ein schöner Bericht, den man dann bekommt. Und deshalb sollte man schon abwägen, bei allen Dingen, die wir so haben, ja, wie viel Zeit nehmen Sie mich? Wie viel Zeit rauben Sie mir? Weil es ja letzten Endes Zeit ist, die ich dann nicht für persönliches Studium, für Werk des Herrn, für Evangelisation, für Gebet. Nimm mal das Beispiel Smartphone. Wenn ich es nicht mehr schaffe, meine stille Zeit zu machen, ohne mich vom Smartphone unterbrechen zu lassen, dann habe ich irgendwie ein Problem. Nur mal ein Beispiel. Ja, wenn ich dann dauernd noch wieder gucke, ist da noch eine WhatsApp gekommen oder irgendwas anderes. Das ist für mich so ein Indikator. Ja, man wacht damit auf, man schläft damit ein oder irgend sowas. Ja? Wenn das zum Standard wird oder so, dann irgendwann kommt man an den Punkt, denkt, irgendwas stimmt nicht. Was denkt ihr? Bibel lesen ohne Smartphone. Was meint ihr, das wäre nicht besser? Weil das wäre das nicht hilfreicher. Ohne das. Du meinst wegen der Online-Bibel. Ja, ich glaube, wobei ich glaube, da sind Menschen unterschiedlich. Ich wäre da vorsichtig. Ja, man kann kein Gesetz aufstellen, ja, aber man muss sich aufrichtig prüfen und sagen, wie schnell lenkt mich sowas ab und wie hoch ist die Gefahr, dass ich abgelenkt werde. Da tickt aber auch wieder jeder unterschiedlich. Der eine, bei dem geht das relativ schnell und ein anderer ist vielleicht sehr diszipliniert und sagt, hey, hier habe ich aber meine Notizen oder wie auch immer, der kriegt es besser hin. Ja. Aber ist nicht eine Predigt? Ja. Eine Predigt mache ich doch aus der Bibel. Dann bekomme ich nicht mit dem iPad dahin. Das sieht zwar schön professionell aus und schön, aber ist es denn nicht schöner? Eine Predigt, dann bin ich doch gewohnt, auch die Bibel zu lesen. Das ist doch ein Gewehr, was ich habe. Ne? Definitiv meine Präferenz. Meine auch. Und trotzdem würde ich niemanden verurteilen, der es anders macht. Ja. Nee, ich will ja auch nicht verurteilen, aber ich will ja nur einen Hinweis geben. Dass wir, ich glaube, ein weiteres Kriterium, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, kann auch sein, wenn ich mich frage, wovon erhoffe ich mir mein Lebensglück? Ja. Dopamin? Ja, das. Also wenn ich sage, ich finde alles, was ich brauche in dem Herrn, dann ist das eins, aber wenn ich weiß, da sind Dinge, die meine ich auch haben zu müssen, dann ist das für mich auch so ein Indikator, der dafür spricht, dass irgendwo Prioritäten im Herzen falsch sind. Was ich super interessant finde, um wieder auf das Beispiel Josias zurückzukommen. Da ist ein Götze, nehmen wir mal hier die Balim, und ich lasse eine Sache in mein Leben rein und plötzlich ist die Tür auf für viele andere Sachen. Da ist die Aschera, da sind die Sonnensäulen und so weiter. Und das ist ja auch oft ein Prinzip, was in unserem Leben so Wirklichkeit ist. Ja, ich bin weich für eine Sache und nimm's nicht so genau und dann merke ich gar nicht, wie so schnell viele andere Sachen in mein Leben reinkommen, die auch nicht gut sind, die auch zum Götzen werden, die auch Sünde sind, wie hier, ja. Und wie man damit umgeht, das finde ich, das kann man so gut hier lernen, auch von Josia, wie er so radikal damit umgeht. Ja. Also ich finde, da bitte. Ich wollte noch mal einen Vers vorlesen aus dem Propheten Jeremia. Götzendienst war ja in Israel immer ein Problem und Gott hat das ja oft angeprangert. Aber mal eine Stelle, Jeremia 16, Vers 11. Da wirft Gott seinem Volk vor und sagt, ihr seid anderen Göttern nachgegangen, ihr habt ihnen gedient und ihr habt euch vor ihnen niedergebeugt. Ich finde, das sind drei Punkte, die auch irgendwie hintereinander ablaufen. Erst läuft man hinterher, das heißt, man hat noch einen gewissen Abstand dazu, aber man guckt sich das schon mal an, so ein bisschen aus der Distanz. Das zweite ist, man dient diesen Dingen dann, also sie nehmen schon einen wichtigen Raum in meinem Leben ein. Und dann kommt der dritte Punkt, wir beugen uns nieder. Das heißt, wir beten diese Dinge an und wir können gar nicht mehr anders. Das ist dann echter Götzendienst. Also das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das fängt langsam an. Das sieht man hier ganz deutlich. Das Interesse an den Sachen wird größer und das andere nimmt ab. Ne? Das Interesse an den Sachen des Herrn nimmt ab, die Götzen verdrängen das. Aber das Wegtun ist eigentlich in der Bibel fast immer radikal. Ja, Kolosserbrief, ja? Tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Also das heißt, ausrotten mit Stumpf und Stiel so ein bisschen. Mir fällt gerade Gideon ein, ja? Der hat auch nicht irgendwie so langsam und mal ein bisschen, sondern der hat auch im Auftrag Gottes da in einer Nacht die Säulen da umgehauen. Und Josia macht das hier ähnlich. Ich dachte dabei an die Epheser, da Apostelgeschichte 19, 19, 19,
wo sie die Bücher verbrannt haben. Interessant steht dort, dass sie erst hinterher, nachdem die Bücher verbrannt waren, den Wert berechnet haben. Ja? Mhm. Sie haben die Kosten nicht vorher überschlagen und haben ausgerechnet, was verliere ich jetzt? Und das ist ja auch oft unser Problem, dass wir uns von Dingen nicht trennen können, weil wir erst mal überlegen, wie wichtig sind mir die ganzen Dinge. Ja? Und die Epheser, die haben es verbrannt. Und dann haben wir kalkuliert nicht so. Absolut. Handelt einfach. Ja. Aber wir müssen wirklich wieder festhalten, 16 Jahre der Josia, 16 Jahre, also 8 Jahre vorher, hatte er sicherlich auch Erfahrungen schon mit Gott gemacht, die ihm zeigten, wie wertvoll es ist, auf den Stein des Rechts zu gehen. Und dann war er bereit, Dinge wirklich noch mehr abzugeben. Denn zuerst bei sich und später sehen wir ja auch noch im Volk mehr weiter. Ja, dann geht's weiter. Mhm. Und das ist... Also ich finde auch die Altersangabe hier schon interessant. Also im 8. Jahr mit 16 fing er an, den Herrn zu suchen. Und im 12. Jahr, also mit 20, 4 Jahre später. Das war schon eine gewisse Zeit, aber doch nicht sehr lange. Ja. Da ist ihm klar geworden, mit den Götzen, das geht nicht. Genau. Und dann hat er sehr radikal eingegriffen. Ja. Aber das zeigt die geistliche Entwicklung eigentlich auch. Ja. Er lernt Gott kennen, er wächst in der Erkenntnis Gottes, in der Beziehung zu ihm und merkt dann, was nicht dazu passt, was gegen den Willen Gottes ist. Und dann trennt er sich radikal von diesen Sachen. Wir kommen ja noch zu weiteren Wachstumsstufen, aber das ist schon sehr eindrücklich. Ne? Ich hatte auch nochmal gedacht, 2. Korinther 6 ist ja auch sehr markant in dem Bereich, wo Paulus so ein bisschen sagt, was für eine Gemeinschaft hat Christus mit Belial und ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und so weiter. Und wo er dann sagt, geht, ja, ich sag mal dann am Schluss, da sagt Gott dann, geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ihr werdet mir zum Vater sein, und ich werde euch zum Vater sein, ihr werdet mir zu Söhnen und zu Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann sagt Paulus weiter, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also eigentlich sehr treffend für das Kapitel. Und das ist genau das, was Josia hier tut. Das ist eine wirklich tolle Illustration für diesen Vers. Und er ist ja wirklich sehr radikal. Er zertrümmert und zermalmt. Also es ist praktisch unumkehrbar zerstört. Du sagtest Bücherverbrennung. Man parkt die Dinge nicht im Keller und kann sie dann doch später wieder rausholen, ne? Sondern sie sind wirklich weg. Und er als König hätte ja auch sagen können, hey, ihr müsst. Aber er fing an. Und ich denke, das ist auch unser Problem. Wir sind sehr bedacht, wo andere Götzen haben und wo wir sagen, hey, der müsste aber mal da. Das ist aber nicht richtig. Und genau das ist nicht Erweckung. Erweckung ist immer wieder bei mir selber. Er fing an in seinem Leben. Und das ist immer wichtig, dass wir das für unser Leben gebrauchen und nicht für andere. Aus dem, wie wir sind, kann es auf andere einen positiven Vorbild haben. Ja, genau. Ja. Und, weil das müssen wir auch nicht vergessen, er war König. Ja. Er hätte sich Partys erlauben können ohne Ende. Ne? Gleichzeitig hat er sich aber vielleicht dadurch auch ein bisschen in Gefahr begeben. Ich meine, der hat 50 Jahre Götzendienst. Die Leute waren alle daran gewöhnt im Laufe der Zeit. Und jetzt auf einmal räumt der da auf und rasiert die Sachen da ab. Also da hätte auch ganz schön eine Revolution oder Ähnliches entstehen können. Ne? Der ist Risiko eingegangen, aber er hat auch da die Kosten nicht überschlagen. Und hat gesagt, ich tue den Willen des Herrn, koste es, was es wolle. Ja? Und schön bei ihm zu sehen ist, wie er das macht, also der Kreis, wo er sich bewegt, wird immer größer, und wir haben das ja auch gelesen, dass er eben nicht in seinem Reich bleibt. Er bleibt nicht in Juda und Benjamin, sondern er geht dann nach Manasse, nach Ephraim, nach Simeon, nach Naphtali und geht nicht dorthin und sagt, ihr habt Götzen hier, ihr müsst die wegräumen, sondern er räumt auch da auf. Und das finde ich auch, ich glaube, dass man das so sagen kann, ein Kennzeichen von Erweckung, dass die erweckt werden, immer das ganze Volk Gottes im Blick haben. Dass einfach ein Blick da ist, übertragen auf unsere Zeit, für den Leib Christi, für alle Gläubigen. Und wirklich ist ein tiefes Interesse da. Ja, dass man versucht, auch anderen zu helfen, vielleicht Dinge zu überwinden, die Macht der Sünde zu überwinden oder wie auch immer. Ja, solche Sachen. Es ist ja interessant, dass genau das vorausgesagt war. Jahrhunderte vorher war das vorausgesagt. 1. Könige 13. Da ist die Reichsteilung Israels vollzogen. Jerobeam herrscht über die 10 Stämme und führt den Götzendienst ein. Und dann kommt der Prophet und der kündigt an,
in 1. Könige 13, Vers 2. Er rief aus, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, ein Sohn wird dem Haus Davids geboren werden, Josia sein Name, und er wird auf dir die Priester der Höhen schlachten und auf dir räuchern, und man wird Menschengebeine verbrennen. Also im Grunde genommen hatte Gott das Jahrhunderte vorher schon angekündigt. Mit Namen und Aktivität. Ja, genau, mit Namen. Am Ende der Zeit, also am Ende der Königsperiode, nochmal Erweckung zu schenken durch diesen Mann, der Gericht über die Götzen bringt. Und auch am Ende des, also praktisch zum Zeitpunkt des maximalen Zerfalls, ja, ist noch jemand da, der die ganze Einheit des Volkes Gottes vor Augen hat. Und das finde ich so schön, sich das selbst auch immer wieder bewusst zu machen. Es gibt einen Leib, wir denken vielleicht manchmal automatisch irgendwie in Gruppen, in den Gruppen, in denen wir uns eben auch immer wieder befinden. Und aber Gottes Volk besteht aus allen Gläubigen weltweit, und das ist automatisch so, wenn es wirklich ein Werk Gottes ist, dass wir, wenn wir Gott lieben, auch die Brüder lieben. Und das meint wirklich alle Brüder. Und wir können für alle beten, auch wenn wir sie nicht alle persönlich kennen. Wir können sie alle auf unserem Herzen tragen. Wir können eben auch, wir werden automatisch den Wunsch haben, auch um das geistliche Wohlergehen aller Gläubigen und nicht nur irgendwie der paar, die vielleicht irgendwie um uns herum sind. Aber wie können wir anderen helfen? Wie können wir anderen, die in einer Not sind, wie können wir ihnen eine Hilfe sein? Zuerst mal durchs persönliche Vorbild, indem man es persönlich so radikal und praktisch umsetzt, so gut man das kann, glaube ich. Und dann vielleicht anderen zu sagen, hey, das hat mir geholfen, dadurch bin ich frei geworden von Pornografie, von Smartphone-Sucht, wie auch immer. Mir haben die Bibelverse geholfen, wie auch immer. Also man muss irgendwo auch versuchen, mit Leuten in Kontakt zu kommen und denen Dinge weiterzugeben, die einem selbst geholfen haben vielleicht. Ja? Ich habe kürzlich sprach ich mit einem Vater, der Sohn spielt bis nachts 3-4 Uhr am Computer Games. Auch um Geld geht's da. Und morgens ist er müde, um zur Arbeit zu gehen. Und er hat das 1,5 Jahre erduldet und es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Der hängt so da drin und er weiß, er braucht Hilfe. Aber der Sohn macht einfach weiter. Er macht einfach weiter. Aber wie können wir solchen helfen, die in solchen Bindungen sind? Ne? Ja, das ist eine gute Frage. Letztlich doch auch nur mit Gottes Wort, oder? Bitte? Letztlich ja auch nur mit Gottes Wort. Ja. Und, indem mit, wir ihn und mit Gebet. Und mit Gebet. Ja, ich würde sogar noch zuerst das, ja, Gebet, das Gebet, ja, fester Gebet. Ja, vielleicht fasse ich es einfach noch mal kurz zusammen, was wir hier von Josia gelernt haben. Wir haben festgestellt, dass es einfach so schön ist, dass es bei Josia weitergeht, dass er nicht bei 8 Jahren stehen bleibt, sondern er wird älter, wird Teenager und dann beginnt eine krasse Zeit in seinem Leben, dass er anfängt, Gott zu suchen. Wir haben festgehalten, dass wirklich jede Erweckung auch mit einer Hinwendung zu Gott anfängt und dass es aber weitergeht, dass es im Leben mit Gott immer weitergehen muss und dass auch eine Erweckung immer zur Folge haben wird, dass der erweckt wird von Gott, sich von Dingen in seinem Leben trennt. Dass er radikal mit der Sünde Schluss macht, wie wir das auch hier bei Josia gesehen haben, der in seinem Reich aufräumt, in seinem nahen Umfeld und dann auch weitergefasst in seinem Reich und auch in dem Nordreich. Und dass das letztlich die Voraussetzung dafür ist, dass Gott wirken kann, dass wir uns ganz radikal von Sünde, von Götzen in unserem Leben trennen, von Dingen, die Gott den Platz, den ersten Platz, die Ehre in unserem Leben rauben.